Herzlich willkommen zur Produktpreview von unserem neuen HMI-Management-System Helio unter dem Titel Was kann die industrielle HMI-Entwicklung vom Internet lernen? Mein Name ist Uwe Huber, ich bin bei KIB verantwortlich für den HMI- und IoT-Bereich. Wo entwickelt sich die Bedienung von HMI-Systemen hin? Was wird als Standard angenommen? Wer sind eigentlich die Personen, die Human-Machine-Interfaces entwickeln? Welchen Background haben Sie? Welche Interessen haben Sie? Welche Kompetenzen haben Sie? Und unter welchen Rahmenbedingungen arbeiten Sie? Welche Erwartungen haben die Nutzer von Maschinen, Geräten oder Systemen im Alltag bezüglich der Bedienmöglichkeiten und der Interaktionskonzepte? Was sind Sie gewohnt? Welche Erwartungen haben die Entwickler von HMI-Systemen an die Entwicklungsumgebungen? Das sind die Fragen, die wir uns gestellt haben, als wir die nächste Generation unseres HMI-Systems geplant haben. Und die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Gewohnt ist, was man immer nutzt, erwartet wird, was man gewohnt ist. Das Smartphone, das Internet, das Tablet ist schon lange zum täglichen Begleiter geworden und es ist inzwischen völlig normal, Informationen über das Internet zu beschaffen, das Smart Home über das Internet oder das Smartphone zu steuern oder zu programmieren oder sich sogar eigene Dashboards hierfür zusammenzustellen. Sogar die Bedienung von Autos wird immer ähnlicher zur Bedienung von Tablets und Smartphones. Damit war für uns schnell klar, dass man dieses gewohnte Bedienerlebnis, diese gewohnten Interaktionskonzepte auch in das HMI der Zukunft bringen muss. Gemeinsam mit unserem Partner HMI Project arbeiten wir seit einiger Zeit an einer Lösung für innovative Human-Machine-Interfaces für industrielle Anwendungen. Unser neues HMI-Management-System Helio ermöglicht sowohl das einfache und schnelle Erstellen webbasierter Anwendungen ohne Programmierkenntnisse, als auch die flexible Darstellung auf verschiedenen Zielgeräten. So rücken die Welten der Webtechnologie und Industrieentwicklung näher zusammen, um gut bedienbare, ansprechende HMIs umzusetzen. Wenn man den aktuellen Stand der HMI-Entwicklung anschaut, werden mit umfangreichen lokal installierten Entwicklungsumgebungen Bedienelemente an bestimmten Stellen in definierten Screens platziert. Oft wird das HMI genau für ein ganz bestimmtes Panel mit definiertem Format, Größe und Auflösung erstellt. Ein Wechsel auf ein anderes Endgerät, eine mobile Darstellung oder sogar auf eine andere Plattform ist nur mit hohem Aufwand möglich. Will man sein HMI während der Entwicklung testen, muss es auf das Zielgerät übertragen und dort gestartet werden. Man verlässt den Entwicklungsbereich und muss zur Fehlerbehebung wieder zurück in die Entwicklungsumgebung. Unser neues Helio-System setzt komplett auf moderne Webtechnologie und kann damit die ganzen Möglichkeiten, die die Webtechnologie bietet, sowohl in der Entwicklung als auch im Betrieb nutzen. Die Entwicklungsumgebung als auch das HMI selbst werden über den Browser ausgeführt und sind damit komplett vom Zielgerät unabhängig. Die lokale Installation einer Entwicklungsumgebung entfällt. Wenn Sie eine Helio-Steuerung haben, verbinden Sie sich einfach mit dieser und Sie können loslegen. Verbinden Sie sich als normaler Nutzer mit dem Browser auf eine Helio-Steuerung, so sehen Sie die vorhandenen unterschiedlichen HMI-Applikationen, die Sie starten können. Damit gibt es die Möglichkeit, unterschiedliche Applikationen für unterschiedliche Anwendungsfälle anzubieten und so den unterschiedlichen Szenarien Rechnung zu tragen. Sie können einfach zu der HMI navigieren, die Sie für Ihren Anwendungsfall brauchen. Für die Konfiguration, Diagnose oder auch das Entwickeln selbst melden Sie sich mit den entsprechenden Rechten im Helio HMI-System an. Damit haben Sie Zugriff auf Systemapplikationen und die Entwicklungsumgebung. Mit dem Datenmanager verbinden Sie eine oder mehrere Datenquellen mit der HMI und fügen den einzelnen Datenpunkten Metadaten wie Einheiten, Schwellwerte, Grenzwerte usw. so hinzu, die dann applikationsweit gelten und von den Anzeigeelementen genutzt werden können. So können auch Szenarien, wo Daten von mehreren Maschinen oder Systemen visualisiert werden sollen, umgesetzt werden. Sobald die Datenquellen verbunden sind, sehen Sie mit dem Datenexplorer sofort alle verfügbaren Werte in Echtzeit und können diese auch manipulieren, wenn sie beschreibbar sind. Insbesondere für Inbetriebnahme- und Diagnoseszenarien ist das eine sehr hilfreiche Funktion.
Im HMI-Editor selbst trennt Helio zwischen der Struktur und der Darstellung des HMIs. Der Entwickler legt im Wesentlichen die Struktur des HMIs fest. Er definiert, welche Seiten es gibt und welche Werte mit welchen grafischen Elementen dort angezeigt werden. Die Anordnungen passen die unterschiedlichen Seitentemplates automatisch an das jeweilige Anzeigegerät an, auf dem das HMI zu sehen ist. Dieses Responsive Design ermöglicht, dass man nur einmal für unterschiedliche Endgeräte entwickeln muss. Die Trennung von Daten, HMI-Struktur und der eigentlichen Visualisierung ermöglicht nicht nur das Responsive Design, sondern stellt eine einheitliche Darstellung und Verwendung der Daten sicher, etwa um Fehleingaben schon an der Bedienoberfläche zu verhindern. In der Zukunft wird sich so auch der gesamte Stil, also die Farben, Formen und Schriftarten eines HMIs einfach ändern lassen. Und das Ganze lässt sich während der Entwicklung mit Live-Daten verbinden. Damit werden die Schritte des Übertragens der HMI auf das Zielgerät und das Starten der Applikation, um ein aktuelles Zwischenergebnis zu sehen und zu testen, überflüssig. Man arbeitet quasi am aktuellen System mit aktuellen Daten und sieht somit automatisch jederzeit das Ergebnis. Und das auf Knopfdruck sogar für unterschiedliche Endgeräte. Was haben wir also vom Internet gelernt? Bei der Webseitenerstellung mussten Anwender früher viel Programmieraufwand betreiben und auch entsprechende Programmierkompetenzen haben, um eine Webseite erstellen zu können, von komplexen Anwendungen im Web ganz abgesehen. Inzwischen bietet das Internet günstige, einfach zu bedienende und vor allem browserbasierte Werkzeuge, die auch ohne Programmierkenntnisse und ohne große Einarbeitung gute Ergebnisse liefern. So kann inzwischen jeder ansprechende Webseiten relativ schnell und einfach erstellen. Vergleicht man das mit der HMI-Entwicklung, dann haben oft Personen, deren Aufgabe eigentlich die Steuerungsentwicklung und Inbetriebnahme ist, auch die Aufgabe, die HMI einer Maschine oder eines Systems zu entwickeln. Die Kompetenz dieser Personen liegt aber mehr in der PLC-Steuer- oder Steuerungsentwicklung als im Design oder der nutzerzentrierten HMI-Entwicklung. Sind dann die Entwicklungswerkzeuge noch komplex, braucht es entweder sehr lange, um eine gute HMI zu erstellen, oder das Ergebnis ist weder aus Design noch aus Nutzersicht zufriedenstellend. Hier setzt Helio an. Genauso wie man heute schnell und einfach eine ansprechende Webseite erstellen kann, kann man mit Helio schnell und einfach ein attraktives HMI erstellen. Und nicht nur das. Auch komplexe HMIs sind auf Basis von Helio möglich. Dass man damit auch Preise gewinnen kann, hat unser Partner HMI Project schon mehrfach und auch jetzt erst wieder unter Beweis gestellt. Mit Helio zusammen bieten wir auch für Linux-basierte Steuerungen oder Edge-Geräte eine Systemumgebung, die offen ist für kundenseitige Erweiterungen. Dabei handelt es sich um eine containerisierte Umgebung, in der die einzelnen Services über einen Message-Bus Daten austauschen können. Die Funktion der Installation und des Updates bringt unsere Umgebung mit. So können zum Beispiel über zusätzliche Services auch die Connectivity an Cloud-Systeme zur Verfügung gestellt werden oder sie bringen ihre eigenen Dienste und Technologien in das System mit ein. Helio wird sowohl auf KIB-Geräten als auch als reine Software für Drittgeräte erhältlich sein. Um unseren Kunden größtmögliche Flexibilität zu geben, wird Helio plattformübergreifend und für unterschiedliche Architekturen entwickelt. Das Produkt Helio ist noch nicht fertig, aber der Entwicklungsstand wird bereits in ersten Projekten eingesetzt, sowohl intern als auch bei Kunden. Durch diesen engen Kontakt mit unseren Anwendern entwickeln wir passgenau das, was im Markt benötigt wird. Zurzeit besteht die Chance, als Helio-Pilotkunde auf diesen Zug aufzuspringen. Mit diesen gestaltet unser Partner HMI Project ein ideales, kundenspezifisches HMI, welches anschließend mit Helio umgesetzt wird. Fehlende HMI-Elemente werden als Individualentwicklung ergänzt und später in das Produkt Helio aufgenommen. Die Markteinführung ist für Ende 2023 geplant. Gerne können Sie am KIB-Stand in Halle 7 vorbeikommen, um einen ersten Eindruck von Helio zu gewinnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.